Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Und ja, im letzten Part haben wir hier mit Areal 4 und der Erlösung von Suicune aufgehört. Und ja, Suicune ist jetzt wie alle anderen, fast alle anderen, Nachtara ist auf Level 4, Level 43, aber alle anderen sind auf Level 42. Ich würde aber gerne noch ein bisschen leveln und ich würde mit euch noch gerne Areal 5 machen. Also von daher, fortsetzen. Ich würde gerne Areal 5 machen. Gute Start bei Areal 5. Unser Abra wird dich gleich dorthin bringen. Shiny, streng dich an. Und Teleport. Ah, wir sind immer noch im Dingens drin, im Vulkan, okay? Eine fantastische Leistung, bis zu Area 5 zu kommen. Wollen wir mal sehen, wie gut deine Pokémon wirklich sind. Ja. Forscher Zaito. Wird auf jeden Fall sehr interessant, weil ich weiß nämlich nicht... Och. Och, wie niedlich. Es seien nur 6 Pokémon, aber selbst dann ist es noch niedlich. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd mit Ampharos vorne. Hauen mal den Hammer raus. So, Duplexi. Oh. Okay, gut, das Ding trifft auf jeden Fall mehrmals, ja gut. War irgendwie auch klar, wenn ich den Duplex sieht, aber ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. Ich habe jetzt wirklich mal wieder Lust, das aufzunehmen. Also tue ich das auch und fick dich, Pikachu, fick dich. Aber wenigstens Synchro. Nö, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das denke ich mir irgendwie immer bei Amnesie. Mach hier Finte und hier ist die Strahl auf Lampi. Psybi! Und natürlich der. Hey, Paralyse, ja. Nachtara und Paralyse ist quasi so viel wie... Ich bin langsam und bin dann auf einmal noch langsamer. Ja komm, du musst nicht auf unseren Hammer draufhauen. So. Nee, sonst haben wir das Pikachu jetzt auch im Gesicht. Und wenn das jetzt alles war hier... Nee. Nee. Nein. 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 Deine Pokémon sind fantastisch. Also ehrlich, nein. Das ist immer noch viel zu schwach. Anscheinend muss ich meine Pokémon etwas besser trainieren. Ich werde einfach mal Speziana nach vorne holen. Um Speziana ein bisschen zu trainieren noch. Ja, weiter zum nächsten Posten, bitte. Und dort haben wir... Kampf die Dummen, Kampf die Dai. Kämpfen ist so schön, alle haben Spaß dabei. Also ehrlich, Genius Sonority, ihr wart definitiv... Also, nee, Game Freak und Genius Sonority, ihr seid keine Dichter, also... Ich weiß nicht, wie viel Alkohol ihr getrunken habt, aber... Wer den Witz jetzt verstanden hat, der war unter allem... Der Witz war unter jedem Niveau, also von daher... Ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Psyama und Ampharos sind auf jeden Fall draußen. Wir haben Psystrahl und du machst hier mal Donnerblitz. Und Psybeam. Hui. Ja doch. Ja. Ernsthaft? So ein bisschen rot. Aber du killst das erstmal. Ja. Super. So muss das sein, ja. So, Ampharos bekommt auf jeden Fall erstmal ein paar IP. So, oh fuck. So. Hier, Psystrahl jetzt mal darauf und du machst von mir aus mal Donnerbiss. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt Blitzfinger hat oder so. So.
cool, ich denke, wir können Areal 6 sogar auch schon machen und mit etwas Glück sogar noch Areal 7 nimmst durchstehen. Bei Areal 8 bin ich wieder unsicher, ob wir das durchstehen. Ich habe nämlich gerade mal so nachgeguckt, welche Level halt so die Pokémon haben. So. Donnerblitz, yay. Tot. Hey, hey! Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das hat Spaß gemacht. Im Übrigen, ja, weiter zum nächsten Posten, so. Ich wollte mal ansprechen, irgendwie. Ich habe auch Facebook und Twitter, und auf Twitter bin ich sehr aktiv in letzter Zeit. Auf Facebook weniger. Und ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen und auch folgen oder liken. Alles mögliche halt oder kommentieren. Ich freue mich da immer sehr drüber und dort werdet ihr auch auf jeden Fall über Aktionen oder sowas halt informiert, die ich halt vorhabe, und ihr werdet es halt sehen. Und genießt es, auf dem Duellberg zu kämpfen? Ja, auf jeden Fall bringt das auf jeden Fall auch viel. Warum sage ich immer auf jeden Fall? Es bringt sehr viel Level hier zu trainieren. Noctu und Geradax. Nein, du bist nicht Kale. Oder kommst du aus Pyrosis? Ja, ich weiß es nicht. So. Guck mal, Ampharos hat er schon fast hier. Ach, jetzt will ich andersrum machen. Ach, egal. Oh, Psybeam. Das bringt jetzt sehr doch sicher, dass wir andersrum machen sollen. Ja, definitiv hätte ich es andersrum machen sollen. Und Fusion. I am so confused. Naja, auf jeden Fall. Facebook, Twitter, gerne mal folgen, liken und sowas. Und ich werde auch überlegen, wenn demnächst eine Gewinnspiel oder sowas rauszuhauen. Was ich halt nicht über YouTube mache. Und ja, das wäre definitiv besser gewesen, das so zu machen. Oh, er hackt auf uns herum. Auf Sierne hackt er herum, okay. Er? Sie? Ich weiß es nicht. Sie. Ah, okay. Noctu wurde besiegt. Und Ampharos bekommt Level Up. Anscheinend genießt du es. Yep, ich genieße es, auf dem Duellberg zu trainieren und... Also sollte auch weitergehen. Kämpfen müssen nur mal Spaß machen. Ja, das sollten sie auf jeden Fall. So, Ampharos kommt dann für Tanupto. Andersrum. Tanupto kommt dann für Ampharos. Jetzt gehen die Level-Ups irgendwie richtig schnell, gefühlt. So. Hör mal, du Grünschnabel. Pokémon kämpfen wir vorne. Mumm, mumm. Und nochmals mumm. Und natürlich mumm. Und Pott. Ditto? Ja, wenn du jetzt ein Ditto hast, dann wär's witzig. Aber nein, du hast Lanas und Zopiris. Und das passt auch ganz gut. Denn Lanas kann Tanupto richtig gut was ausrichten. Und hier mach ich einfach mal Psychstrahl. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Autsch. Yeah. Ich wollte jetzt nicht mit meinem Controller irgendwie gegenschlagen. Eigentlich mit meinem schönen Gamecube-Controller. Rammenrad, mal so wie das aussieht, bringt sie nichts. Weil sonst wäre es ja noch schon längst dran gewesen. Ja, knapp der DP. Nee, ach, er schreckt zurück. Ach. Mogelhieb. Da war ja was. Aber es bringt es mir auch so um. Ich werde eventuell mal ein bisschen mehr meine Stimme halt nutzen. Wie ich halt Leute betone, wie ich generell das Let's Play mache. Ich habe halt meinen eigenen Stil noch nicht gefunden und ich sollte halt definitiv erstmal so ein bisschen finden. Also ich bin momentan noch in der Findungsphase meines Kommentarstils und deswegen will ich nicht böse sein, wenn ich halt immer mal was Neues ausprobiere. Das ist Mumm! Ja. Ich weiß gerade, dass die Stimme komplett anders war.
Ich habe zu viel mit zu viel Mumm gekämpft. Jetzt bin ich ganz erschöpft. Ja. Ja, zum nächsten Posten gerne. Level Up gab's nicht, ne? Nee. Da sind wir auch schon bei der Hälfte angelangt. Menschenskinder. Menschenskinders, also. Magori oder keine Ahnung. Magori, okay. Also der Magnetenboy. Ich stark schwer mit meinem Controller dagegen. Meine Fresse. So, hier. Was man das eventuell ganz Vorteil, wenn du psychisch drauf machst. Und du Flammenrad auf Flunkiefer, weil es ist so effektiver, würde ich sagen. Weil Flunkiefer ist halt Stahl und... Stahl. In den neueren Teilen ist es halt Fee. Aber... Oh. Ich bin ein Stein. Was bist du? Nee, aber ehrlich, ich mache ja YouTube aus, einfach drei Faktoren, einfach die Leute, die sich das anschauen, ist zumindest ein Faktor, das ist aber der am wenigsten wichtigste Faktor, aus dem ich halt Videos mache. Der wichtigste Faktor, die wichtigsten beiden Faktoren, aus denen ich Videos mache, ist eigentlich nur Lust und Zeit, also der wichtigste ist Lust und Zeit ist halt einfach so eine Sache, irgendwie, die hat man halt nicht immer und deswegen tut es mir auch leid, wenn halt irgendwann mal nichts kommt. Und wenn man halt verhindert ist, irgendwas hochzuladen oder so. Yay, Psyana hat ein Level Up. Kommt gleich Suikun raus. Frisch weiß gebadet. Ja. Ja, so macht das Schwitzen Spaß. Ja, schön für dich, dass du beim Schwitzen Spaß hast. Tausche. Und jetzt weiter. Pass auf, ich bin stark. Also fang nicht an zu heulen, wenn du verlierst. Metugu. Wie gesagt, die haben mir irgendwas genommen, sonst hätten sie nicht solche Namen vergeben. Smogon und Slimer. Mal. Stimmt ja, die haben wir ja letztes Mal auf Oberstrahl gelernt. Und setzen wir jetzt einfach mal gegen Slimer ein und du machst Flammenrad aufs Modern. Und das bringt es Modern auf jeden Fall um. Also, zum Glück haut schon richtig rein. So, hier ist es noch Kudox, okay, da ist der Luft auch wieder ganz hilfreich. Und Aurora-Strahl. Wobei ich doch gerne Eisstrahl hätte. Aber dafür brauche ich noch ein paar Poké-Coupons. Oh oh. Also, oh. Was? So, hier. Wäre vielleicht doch nicht so effektiv. Egal, Surfer und Flammenrad. So. Wenn der jetzt gleich kein Level Up hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja gut, nach dem Kampf auf jeden Fall. Ach guck mal hier, Dufflor. Duff. Dufflor. Dufflor, ja. Egal. Hier, komm, spülen wir den Schleim weg. So, jetzt ist das. Oh, und Sinopto bekommt das Level Up und dementsprechend ist halt noch Sekunden auf Level 42. Und Dufflor hat immer diese tolle Todesanimation, so irgendwie wie Pummeluff. Ja, genau. Oh, heul nicht rum. Ganz gemein, wenn man kleine Kinder ärgert, ja. Wenn kleine Kinder mich ärgern, ist mir das extra egal, weil
Ich stehe über sowas. Lula. Kadabra und Nati. Okay. Sehr interessant. Psycho. Halt, nein, kein Regentanz. Du machst keinen Regentanz. Du machst Surfer. Du machst Flammenrad auf Kadabra. Flame Wheel. Hot Wheels? Oh, ich erinnere mich noch. Alter, wir haben in der Grundschule hatten wir mal, wir hatten irgendwie jeder Junge irgendwie Hot Wheels. Wir haben immer in der Pause damit so getan, als würden wir damit Rennen fahren. Es war recht witzig doch. Und ja. Hier, guck mal, Militaris. Ich stehe auf einem Bein. Nicht auf uns rum, auf Suikun. Alter, du hast gerade ein legendäres Pokémon abgehackt, ja? Hier kommt Surfer und Lamrad. Also so finde ich halt die stärkste Attacke mit dem Pokémon hier. Aber nach Surfer sollte auf jeden Fall beide down sein. Suikun sollte auf jeden Fall Wetter haben. Okay, Meditale steht noch. Banato ist auf jeden Fall schon mal down, das heißt Suicune hat das Level up. Suicune hat doch nicht das Level up. Sehr interessant. Ach, Kraftreserve, kannst du Kraftreserve? Ja, das ist sehr interessant. So, hier flammen wir nochmal, wenn es doch einfach so ist. So. Guck mal, jetzt hast du das Level ab. Ich kämpfe mit euch beiden trotzdem immer eine Runde weiter. Mit schwarz vor Augen. Ja, mit schwarz vor Augen. So müsste ich das ja eigentlich betonen, wenn ich die alte Omas mache, aber egal. Erleuchte deinen Weg mit dem Strahlen deiner Siege. So. Ja, weiter zum nächsten Posten, bitte. Ich hatte noch nie etwas Schwereres in der Hand als einen Pokéball. Ja. Schön, wenn du so verwöhnt bist. Lombra. Geh mir weg mit deinem Lombrero. Mach, das ist richtig. Und Tenopter war hier wirklich die falsche Wahl. Und so, ich bin eigentlich auch als ein weißes Wasser-Pokémon. Aber richtig Wasser sieht hier gegen die aus. Also ich bin zu Feuer, aber ich glaube Eis ist doch schafft, dass man dagegen die Wüste eventuell ganz gut helfen. Deswegen achte ich eigentlich mal auf die Attackenvielfalt von Pokémon, also auf die Typenvielfalt. Ja, okay, ist doch nicht so gut. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber das zieht doch echt viel ab. Absorber. Also, ah, jetzt muss ich nur unbedingt. Jetzt hab ich zu links mit eingefallen. Ich hab nochmal. Okay. Das wird hart. Das wird definitiv hart. Aber wenigstens der Angriff schon. Oh oh. Okay. Zum Glück auch so gekommen. Toll, dass du jetzt so wenig deine KP wieder aufheilst. Guck mal hier, manchmal ist mal das da und du gehst mal das auf Lambrero. Ich müsste eigentlich mal, ich halt eigentlich, weil, ja, weil Lambrero ist halt Pflanzenwasser. Und ja. Ach, du hast immer noch einen Tapper. Sehr, sehr. Warum ist Eis gegen Wasser nicht sehr effektiv? Ich versteh's nicht, Wasser friert doch ein. Sehe ich das dann auch? Jawohl, natürlich, auf wen auch sonst. So. So, du machst mal... Guck mal hier, du machst mal Windstoß auf Tatara.
Du machst eine Flamme halt auf Hibiskus. Jetzt Wurst, ob das viel abzieht oder nicht viel abzieht. Aber EP gibt's auf jeden Fall. Und eigentlich könnten wir jetzt schon ins nächste Gebiet rein, theoretisch vom Level her. Aber ich tue es noch nicht, weil ich noch ein bisschen weiter trainieren will. Und ja. So. Hier müssen wir mal. What? Okay, okay, nein, nein, definitiv nein. So. Amphoros. Und Sian. So. Kann das mal beide austauschen. Geht sonst ja gar nicht gut, Alter. So. Und dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Vorteile. Hier. Ja, Aquavelle zieht jetzt nicht allzu viel ab. Blubstrahl ist auch nicht allzu viel. Ja, ich war doch gut, dass ich ausgewechselt habe. So, dann mache ich auf jeden Fall Donnerblitz auf Simon. Und die Strahl auf Tentacher. Und dann sieht das auch noch sehr gut aus. Und Aquavelle schon wieder. Willst du mich verarschen? Ja, was ist das richtig langsam, ne? Ach, wurde von. Hau dich nicht selbst. Bitte hau dich nicht selbst. Dankeschön. Jawohl. Dann haben wir sie besiegt. Na. Aber ich glaube, das wird wieder eine halbe Stunden Part. Mal wieder so lang. Ich habe verloren. Mein Herz ist schwerer als ein Pokéball. Er ist immer was Schweres als ein Pokéball. So. Ah ja doch, ist mir wurscht. Was für ein süßer Bengel, komm, ich bring dir was bei. Eine Herausforderung von Lehrkraft Gloss. Sehung und. Ey, ihr wollt mich jetzt alle verarschen, oder? Ey, komm. Ich hätte jetzt auch was super anderes haben können. Ja, egal. Komm hier. Windstoß, versuchen wir jetzt einfach mal so. Wollen die doch nicht. Egal, setzen wir nochmal Surfer ein. Kann ja nicht schaden und hier. Ja, das zieht nicht wirklich viel, aber Übersehung ist auch wirklich ein Tank. Und Surfer hilft auf jeden Fall bei Undermann schon weiter. Das ist auch ein Düster, aber nicht trotzdem weiter. Das ist halt Feuer. Aber die beiden leveln auch wunderbar noch, also von daher. Und das kommen wir. Ja, super. Mit deinem Gewicht wird es dann beim Slam nicht abbekommen, Sion. Aber ich würde auch ungern einen bei Reiser vor die Slam abbekommen. Wir müssen das halt mit Surfer machen und hier haben wir halt mal ein Flammenrad drauf. Handy. Surfer sollte das da auf jeden Fall anrichten. Nächsten gelben Bereich schon mal. Und hier ist es auf jeden Fall tot. Was bringt's? Sehr. So. Mal jetzt nochmal ein Body Slam, super. Ich finde es gut, dass du Zyklen drauf bist. So, hier Windstoß.
und Schaufler mal. Versuchen wir es mal so. Der Windschuss sieht jetzt nicht viel ab. Ja, super. Aber Silikon hält auch nicht diesen durch, das ist auch ein guter Tank. Aurora, ich probiere es einfach mal. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so als zu wird. Was sollte eventuell trotzdem umbringen. Also, ja, zum K.O.-Status verhält. Weil in Pokémon bringt man ja keine Pokémon um. Oh. Okay. Dankeschön. Du darfst jetzt auch irgendeiner von euch beiden jetzt in meinen Body Slam ertragen. Das ist Tenopto. Aber auch Tenopto hält sich wacker. Der Surfer und Lamrad hier. Aber egal. Lamrad wird's umbringen. Also, was soll's. So. Okay. Du winkst, das ist nicht süß. So, demnächst kannst du mir etwas beibringen, ja? Okay. Also, ich werde jetzt einfach mal Ampharos statt Suikun nach vorne tun. Aus einem ganz einfachen Grund. Damit sich alle erleiden nennt. Und da habe ich doch mit Ampharos auf jeden Fall eine bessere Chance. Und damit endet die erste Hälfte des Duellbergs. Der Gegner bin ich, Vigo. Eine Herausforderung von Arealleiter Vigo. Pavinella und Schwalbus, genau deswegen. Weil er setzt ja Pokémon ein. So, Ampharos und Zornokto. Aber Zornokto wegen Pavinella und Ampharos wegen Schwalbus. Und natürlich Schwalbus bringt wieder das Spiel zum Laggen. Und zieht wenig ab. Danke, Statik. Und direkt ein One-Hit-KO. Und damit darf ich Level abbekommen. Und Maske wegen. Okay. Und jetzt kriegt Schwalbus noch einen Donnerwitz drauf und auch ein One-Hit-KO. Bin ich auch gut. So. Beide sind aber beide mal vorne. So. Auch deswegen. So, Ampharos macht jetzt mal einen Donnerblitz auf Vollbart. Und du machst Klammerrad auf Maske wegen. So. Und dann haben wir auf jeden Fall auch schon das Pokémon gegen was eine Elektro-Vierfach-Schwäche hat, und zwar Pilippa. Und genau deswegen wird Pilippa gleich auch schön im Donnerblitz abbekommen, und ich hoffe Golbert einfach. Und das bringt nichts. Ja, Golbert hat auf jeden Fall eine witzige Tonsanimation. So, einfach auf Donnerblitz und dich rufe ich. Bringt mir nichts. Vielfach Schwäche besiegt, finde ich toll. Gut gemacht. Ja, toll, gerade eben kniet, ja, hast noch gekniet und jetzt stehst du aber wieder. Und jetzt erwartet sich die zweite Hälfte. Gib auch in Areal 6 dein Bestes. Abhol dir vorher in der Station deine Pokémon ab. Will ich auf jeden Fall machen. So, sieht so aus, als wenn Areal 6 immer noch im Vulkan drin ist. So, nun, hier sind die Pokémon. Ach so, eine Pokémon.
Stopp. Ja, ich, ja, bitte. So, einmal bitte ausblenden. Danke, dass du hier trainiert hast. Komm gerne wieder, so oft du willst. Ja, tue ich gerne, aber erstmal sollten wir jetzt genug Pokébons haben. Oder? Nein? Och man, wir haben noch zwei, wir haben 200 zu wenig. Ja gut Leute, ich würde sagen, ich trainiere offscreen noch mal eine Runde. Und ja, dann werden wir halt gucken, was wir so im nächsten Part dann machen, weil wahrscheinlich werde ich im nächsten Part dann einfach den nächsten Story-Abschnitt weitermachen. Weil die Pokémon sind jetzt auf Level 44 bzw. 43. Wie steht es eigentlich um den Status mit Capoeira? Ja, ist fast ganz offen, finde ich gut. Dann können wir Capoeira demnächst vielleicht auch noch erlösen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Konzern. Tschüss.